Abigail sollte erstmal die unkontrollierbare Macht ihrer Frisur untersuchen. Auf jeden Fall. Lass Alvin wieder wach. Was wollt ihr? Nix. Wir sehen uns. Muss ich mit der Quest alleine zurechtkommen. Muss wohl gleich mal einen Walkthrough angucken, falls da was gibt zu der Quest von Monstern und Menschen. Blüten der weißen Myrte. Tja, ich muss der Hexe 5 weiße Myrteblüten bringen. Dann geht's weiter in der Story. Weiße Blüten. Wir haben schon welche gesehen, aber ob wir die pflücken können, weiß ich noch nicht. Und wir da mal weiterkommen. Hier gibt es weiße Blüten. Aber pflücken können wir die nicht so wirklich. Tja, stell mich mal gerade hin und mache eine kleine Pause. Ich glaube, ich mache eine kleine Kaffeepause. Ich gehe mal Kaffee trinken. Kaffee und Pipi-Pause. Wie immer. Und währenddessen schaue ich mal ein bisschen nach einem Tutorial und nach einer Komplettlösung, nach einem Workflow, einer Komplettlösung. Weiße Blüten haben wir ja schon mal. Wie wir die pflücken können. Die Quest sagt uns, dass wir hier zum. Die Quest sagt, dass wenn wir die verfolgen gehen, sagt, dass wir hier in der Raststätte nachgucken müssen. Aber wo? Wie in der Raststätte? Da habe ich nachgeguckt, das habe ich nicht verstanden. So, dann sprechen wir mal das Spiel gerade eben. So, da pausiere ich das Spiel auch mal nicht, dass das wieder Nacht wird und mich die Kreaturen der Nacht töten, während ich in der Pause bin. So, ab in den Pauseraum mit euch und wir sehen uns in einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mal was herausgefunden. Ich hoffe, dass das stimmt. So, ja. Die Blüten selbst können wir nicht pflücken, aber laut Let's Play, was ich gerade angeguckt habe, müsste es hier irgendwo einen Kräuterkundler geben, der hier Wer ist das rumstreunt. denn? Die Phantome, die ihr dienen. Hast du Verdammte es? Bluthunde! Kräuterkundler von Vesima, genau, Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Den Kollegen müssen wir ansprechen. Was? Und der hat hier Blüten der weißen Myrte, genau, das, da müssen wir 5 von kaufen. Jeweils 9. Ich brauche 5. Okay. Quest aktualisiert von Monstern und Menschen, so einfach war es. Wir mussten nur den Typ hier finden. Und schon. Wir mussten keine Blüten pflücken, wir mussten sie nur kaufen. Dann geht's jetzt zurück zu Abbys Haus, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sehr gut. So einfach. Heul nicht rum, Soldat. Das Leben der Mühe ist hart. Hättest du Bäcker werden sollen. Wenn das Armeeleben so hart für dich ist. Gut, na dann. Ist schon ein weges Haus. Ist gar nicht weit entfernt vom Dorf. Was wollt ihr? So wie ich habe deine verdammten Blüten. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ja, schon wieder. Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Ich kann nichts versprechen. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Namen rückwärts? Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Das ist ja seltsam. Quest aktualisiert von Monstern und Menschen. So, wo können wir es Trank bauen? Wo haben wir jetzt eine Stelle, wo wir einen Trank bauen können? Hier. Okay, die Quest sagt hier. Okay, bei Abby.
Hast du hier auch ein Trankzubereitungsset oder? Vielleicht können wir meditieren und währenddessen Trank zubereiten. Ich habe noch nie Trank zubereitet. Wie funktioniert's? Zubereiten. Karte. Quest. Die Hexe versprach, den Trank zu brauen. Ich sollte nach einer Weile hierher zurückkommen. Sie macht das für uns. Wir hauen mal ab, setzen uns irgendwo hin zum Meditieren und kommen dann in der Nacht wieder zurück. So sieht's aus. Wir gehen mal ins Dorf. Schlafen, meditieren mal ein paar Stunden. Dann kommen wir wieder zurück. Zur Feuerstelle. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ich muss es erst anzünden. Wo ist das Problem? Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Genossen. Gehen wir halt hier in die Kneipe rein. Gasthof. Was kann ich? Habt ihr ein Ja. Bleibt stehen. So, meditieren. Für ein paar Stunden. Bis zur Dämmerung. So, die Dämmerung ist hereingebrochen. Gehen wir mal zu Abigail. Vielleicht hat sie ja jetzt den Trank fertig gemacht. Ich vergeude meine Zeit. So, sehr gut. Es sind schon ein paar Stunden vergangen. Beim Essen. Was wollt ihr? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemisch. Müssen wir zuschauen, oder und was? Jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich. Gar nicht wie ein Mensch. Ist das ein Ehrlichkeitstrank oder was? Ach du Scheiße. Unschuldiges Blut. Böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorge und was hat sie ihm gegeben? Zeig ihr, dass du ein Mann. Was war das für ein Trank? Blutbeflecktes Gold. Ach du Scheiße. Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Das ist ja schrecklich. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Alvin ist sehr glaubwürdiger Charakter. Geralt, der Alvin. Ein anderer Hexer, Berenda, seine Chipmunks gelassen. Vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Ah ja.
Jetzt hat sie das Kind unter Drogen gesetzt. Sehr schön. Wir müssen den Geistlichen besuchen und ihm Informationen über die Beste bringen. Wen sonst? Der Geistliche schon wieder. So, gehen wir hier entlang. Ja. Gehen wir mal am Flussufer entlang des Nachts. Wird wieder ein bisschen spannend. Gut. Mittlerweile kenne ich mich doch aus. Hier mal links lang. Gehen kenne ich doch schon fast. Gut, haben wir das mit den Blumenpflücken hingekriegt. Jetzt müssen wir dem Geistlichen noch davon erzählen, was wir Neues gelernt haben über die Monstren. Wie sie hier heißen, Herr Quest. Hin und her gerannt halt. Das Abendrot, das sieht hier auch wirklich, sieht ja wunderschön aus. Das Licht der untergehenden Sonne. Das ist sehr schön. So, auf zum Geistlichen. Wenn wir hier mal Schnellreise machen könnten, das wäre ja schön. So, der Geistliche ist er noch hier? Ne, hier ist er nicht. Ist er in seinem Haus. Ist auch nicht schlafen gegangen. Ist noch nicht mal dunkel. Sprecht, schnell. Unkontrollierbare Bart. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Eine Strafe könnte es also. Verstehe. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Ja, das passt dem Geistlichen doch sehr gut. Strafe Gottes. Ich werde herausfinden, was ich kann. Strafe Gottes und es ist alles wieder, ihr müsst schön der Kirche gehorchen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orenz. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt ist. Stay home. Ausgangsbeschränkungen. Quest aktualisiert. Das ist Quarantäne hier oder was? Oh, und sie stehen tatsächlich home, wie wir sehen. Die waren damals besser als wir heutzutage. Spur des Salamandras ist die nächste Quest. Ich muss zum Gasthaus gehen. Okay, die Quest haben wir jetzt erfüllt oder ist Zeit, dass man die Salamandra annehme? Ne, die ist pausiert, weil wir jetzt hier. Es hat übrigens, Aufgaben. Spur des Salamandra. Hier geht's jetzt weiter mit im Gasthaus. Bewegung bei isometrischer, metrischer Kameraeinstellung. Aha. Okay. Nee, das war jetzt nicht. Jetzt habe ich die Kameraeinstellung umgestellt. Na toll. Was habe ich denn da jetzt geklickt? Ja, sehr schön. Jetzt habe ich die Einstellungen umgestellt. Grafikoptionen. Jetzt habe ich hier was falsch umgestellt. Jetzt habe ich mit irgendeinem Knopfdruck was falsch eingestellt. Spieloptionen.
Bildschirm, Infoblasenfilter, wo haben wir das denn eingestellt? Bildschirmkameras cool. Ich würde jetzt gerne wieder aus der Mitspielerperspektive. Ach verdammt. Was haben wir da jetzt falsch gemacht? Was habe ich denn da jetzt gedrückt? Die Steuerung. Jetzt habe ich da irgendwas verkackt. Ach Mensch. Kameramodus isometrisch hoch. Nee. CPP isometrisch hoch. Hybrid. CPP. Ja, genau so wollten wir es haben hier. Dicht am Geralt dran. Genau das waren hier die Optionen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt umgestellt habe, aber genau so wollten wir es haben. So zurück zur Kneipe, zum Gasthof. Da wartet die nächste Quest auf uns. Mit den Salamandras geht es jetzt weiter. Das ist schon wieder. Geht es schon wieder storytechnisch voran. So, sind wir gleich da. Bevor die Nacht einbricht. Hier. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, kleines Täubchen. Gibt's wieder was zu kämpfen? Finger weg. Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikos Mädchen. Wieder ein paar Ilsa. Idioten, die hier wieder vielleicht geschrien. Die Ärger haben wollen. Genau. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten. Genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Sehe ich auch wir so. Wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Ah. Amüsieren wollt ihr euch. Ach so. So, hier. So, die kämpft. Eine schöne Pappschlägerei. Und Ruhestifter und Saufbeutel. Belästigt das Mädchen nicht länger. Erst die Unruhestifter, dann die Saufbeutel. Einen nach dem nächsten. Lass das Mädchen in Ruhe. So ein schwerer Kampf. Ist für die, glaube ich, am besten. Greift auch ordentlich mit an. Das wehrt sich auch. So. Gerettet. Ihr seid gerettet. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen. Prost. Und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden der Schankwirt? Mehr belästigen. Nein. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Nicht der Schankwirt. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort.
Lasst mich euch zum Tor. Ich hoffe, ich werde da reingebracht. Die Straßen sind unsicher. Ich hoffe, ich komme da irgendwann mal rein. Ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie. Versuche schon seit Ewigkeiten reinzukommen nach Wiesima. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Oh nein. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Auf jeden. Nicht der Schankwirt. Ich habe mal ein bisschen Alkohol. Ein bisschen Geld. Spur der Salamandra. Alles mal ordentlich plündern. Oh wei. Da ich mich verschluckt. Ach du Scheiße. Was war denn das gerade eben? Ein Schlüssel. Fast am Verschlucken erstickt gerade. Das war ein heftiger Verschlucker. Ach du Schreck. Fast kapiert hier. Ihr könnt keine Gegenstände mehr aufnehmen. Thermische Axt. Eisenaxt. Haben wir die nicht schon im Inventar? Kleine Axt. Können wir die nicht loswerden und... Oha, das ist eine kleine Axt. Sieht aber groß aus. Achso. Da haben wir die jetzt im Inventar. Thermische Eisenaxt. Sehr schön. So, was soll man jetzt tun? Wie geht's jetzt weiter mit unserer Quest? Spur der Salamandra. Ich habe den Schlüssel zum Versteck der Salamandra. Jetzt sollte ich dorthin gehen. Aha, jetzt wird's hier spannend. Wir sollten vielleicht erstmal am Ofen meditieren. Geht das noch? Schnell, Abteilzimmer. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Okay, wir können ja nicht mehr übernachten. Der Schankwirt ist auch tot. Eine Schande. So. Oha. Jetzt hier ein Schwert, Geralt. War gestern schon wieder unterwegs. Dass das hier schon wieder Nacht stattfinden muss. Ah ja, hier zum roten Punkt ist mein Salamandra-Versteck. Okay. Links oder rechts lang? Rechts lang. Und dann links gleich. Das Salamandra-Versteck. Das müssen wir jetzt mal plündern. Da kommt es jetzt hart auf hart. Ach, ich dachte, das wäre ein Feuer. Nee, falsche Richtung. Hier geht's lang. Ja, genau dort drüben ist das Salamandra-Versteck. Dann lösen wir mal das die Lande für den Salamandra. Ja, scheint genau hier lang zu gehen. Da, wo die Leute vorstehen, dachte ich mir. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Kampf! Juhu! Tribut, die müssen also alle... Die Tribute von Wissima. Jedes Dorf muss zwei Kinder mitbringen. Ich verstehe. So. So. Besiegt sind sie, Überreste. Ja, den durchlassen wir hier mal drin. Ist uninteressant. So, die Tür haben wir jetzt aufgeschlossen. Salamandra versteckt. Und gleich geht's weiter. Ich schleiche mich immer nach hinten durch. So einen nach dem anderen.
sind wir direkt im Versteck, im Hauptquartier des Salamandra. Klar, dass wir hier angegriffen werden. Ja, komm. Komm, das dürfte doch kein Hindernis mehr für uns sein. Auch wenn wir von allen Seiten angegriffen werden. Wir haben doch schon eine ganz andere Kreaturen besiegt. Sterbt, Schwein! Dich auch. So, einer nach dem nächsten. Und du. Okay, mir geht's auch schon schlecht. So, nur noch wir zwei. Salamandra-Chef. Aha, okay, der ist ein bisschen härter drauf. Wir sind schon fast besiegt. Na komm, dich kriegen wir noch. Komm. Dich kriegen wir. Es war ein bisschen härter, aber wir haben es noch hinbekommen. Überreste. So, Salamandra-Figur haben wir mitgenommen. Überreste. Okay, ich habe noch ein bisschen Geld. Salamandra-Figur. Die Dolche lassen wir hier. So, mal ein bisschen schlafen, ein bisschen meditieren. Wäre nicht verkehrt. Da kommt doch bestimmt noch mehr. Das hat sich doch jetzt bestimmt noch nicht. Jetzt sollte ich dorthin gehen. Okay, ich bin da drin. Salamandra-Versteck. Können wir hier vorm Ofen meditieren oder? Eine Falltür. Aber es ist ziemlich geschwächt. Aber dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Falltür. Hinunter geht's. Da komme ich nicht rauf. Ich brauche einen anderen Weg. Ach du Scheiße. Na dann. Kämpfen wir. Wir sollten aber vorher erstmal noch speichern. Spiel speichern. Es könnte jetzt nämlich hier knapp werden. Ja, in der Höhle. Das sind hier die ganz großen Kämpfer der Salamandra. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Er riet nicht lange um den Hassenbrei herum. Aber obwohl wir uns begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Wichtig. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Sehr schön. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen. Müssen wir wohl nach Vizima. Okay, erstmal hinten und dann von hinten angreifen. Sterbt, Schwein. Sehr schön. Nach dem nächsten. Ist auch schon geschwächt. Wir sollten aufpassen. Okay, einen haben wir schon. Salamandra-Möchler. Möchelmörder sind es hier. Und das Möchelmörder 2 sind es noch. Wir sind aber auch ordentlich geschwächt schon. Okay, wir sollten aufpassen, was hinter uns ist. 2 sind noch da. Salamandra-Chef.
Das wird man vielleicht als erstes ausschalten. Oh, Kacke. Sieht nicht gut aus für uns. Salamandra schlecht. Chef. Den Chef ausschalten. Den anderen kriegen wir dann noch. So, dich kriegen wir auch noch. Verdammt. Oder auch nicht. Gut, also nochmal laden. Wir sollten vorher vielleicht regenerieren. So, hier den Dialog können wir gleich skippen.